Hallihallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von Magic the Gathering auf dem Planeten Kaladesh bei Magic the Duels ist das Spiel. Und wir sind jetzt in der letzten Mission, glaube ich, also in der vorletzten Mission, zumindest gegen Tesseract, hoffen wir mal, gucken wir mal. Massen von Zauberern strömen an die Arena im Zentrum der Erfindermesse und fiebern gespannt dem spektakulären Finale entgegen, der großen Ausstellung. Mit vielen Getöse küre die Preisrichter die besten Erfindungen. Alle Augen ruhen auf den anstehenden obersten Preisrichter Tesseract, der als Gast des Konsuls verkündet, persönlich beim letzten Duell anzutreten. Die Zauber grölen nahezu ekstasisch, als die gefangenen Renegaten Pia Nala in die Arena getrieben wird. Über das Gesicht des Metallmagiers huscht ein Lächeln, denn sein Plan scheint aufzugehen. Tötet er sie? Tötet er die Mutter? Ach, wir müssen jetzt die Mutter töten. Will ich aber nicht. Hallo, laut Story muss ich das nicht. Okay, was haben wir denn hier? Immer wenn ein Artefakt unter deine Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du eins zahlen. Falls du dies tust, verliert dein Gegner einen Lebenspunkt und du hältst einen dazu. Opfere den hier, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du zwei oder mehr Artefakte kontrollierst. Okidokili! Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, okidokili. Und hier ein bisschen was mit Eile und Mana, wir halten mal die Hand. Ja. Irgendwas, was getappt ins Spiel kommt? Nö. Eine Insel. Ja, wir spielen am besten mal einen Sumpf und sind einfach mal fertig. Ja, er macht gar nichts. Das finde ich sehr gut. Dann spielen wir mal hier unser Duel und spielen mal das hier. Das kann ja ein bisschen was zumindest. Zumindest solange wir Mana haben. Wir müssen eigentlich das Land irgendwann opfern, es sind nur zwei, ich dachte ein paar mehr, aber auf jeden Fall um zwei Artefakte hier noch zu kriegen. Wie gesagt, ich fühle mich in der Rolle nicht wohl, die sie uns hier aufzwingen. Eine nicht ganz schöne Rolle, muss man dazu sagen. Vier Mana, ne? Ja, und wir können wieder nichts machen. Wir könnten den jetzt zum Mut spielen, falls er irgendwas ganz Tolles hier spielt, oder sie besser gesagt. Eine Drohlichkeit. Wollen wir die gleich mal wegkloppen? Ja, komm. Eine Suges, bam, weg. Gar nichts erst anbrennen lassen hier. Wir wollen was mit Eile haben. Wir wollen ihn hier, wir wollen sie auspeitschen. Wir haben kein Mana, verpufft die Fähigkeit. Wird nicht das letzte Mal bleiben oder sein. Bild ist aber nicht. Hinterlistige Pläne. Piek, 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 piek. Gib mir deine Hand. Piek. Oh, sie selber. Krass, legendäre Kreatur. Wenn sie ins Spiel kommt, erzeuge eine 1-1 Top-Artefakt, Kreatur-Spielstein. Ich weiß nicht, warum es nicht Artefakt-Kreaturen-Spielstein-Token heißt, aber okay. Mit Flugviecher. Wahrscheinlich wegen des Englischen so drin, ne? Eine Artefaktkreatur erhält plus 1 plus 0 bis zum Ende des Opfers ein Artefakt. Eine Kreatur deiner Wahl kann in diesem Zug nicht blocken. Alles klar. Hier ein paar Fähigkeiten. Aber sie hat nicht genug Mana, um die Fähigkeit zu benutzen. Nein, zwei. Doch, hier unten. Eine kann ich blocken. Dafür hätte sie genug Mana. Ist das hier? Da ist er wieder. Ich hätte ihn aber nicht wiedererkannt, um ehrlich zu sein. Ziehe drei Karten, falls du kein Artefakt kontrollierst, wirf deine Karte ab. Wir haben ein Artefakt, interessiert uns aber gerade nicht. Doppelt. Wir zahlen einmal. So. Was kann die denn hier? Tappe zwei Artefaktkreaturen deiner Wahl. Eine Kreatur deiner Wahl kann in diesem Zug nicht blocken. Soll er doch blocken. Ist ja ganz gut, dann ist die Lufthoheit für uns frei.
Er spart sich 3 Schaden und ich weiß, dass ich jede Runde mindestens mit 2 durchkomme. Na, dachte ich mir schon, dass das nicht macht. Dachte ich mir schon. Da ist die Fähigkeit tatsächlich, es nicht zu machen, besser. Ja, greif doch an. Du kannst ihm zwar Plus geben, aber sterben tut er sowieso. Okay, er kriegt plus 1, plus 1. Ist okay. Das ist ein Spontan, das ist eine Hexerei, das ist nicht so gut. Das gefällt mir nicht so gut, um ehrlich zu sein. Fehler, Fehler von mir. So. Er kann ihn pimpen. Macht er sogar. Nein! Kann nicht geblockt werden, ich hätte besser lesen müssen. Verdammte Kacke. So ein Mist. Das war versaut. Komplett versaut. Die ganze Zeit versaut. Ah, gerade nochmal so gerettet. Ah, das war schlecht. Nicht gut genug. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Mit dem wird er nicht angreifen. Mit dem wird er auch nicht angreifen. Die sind zu schwach. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Wie viel muss er da reinstopfen? 5. Die hat er zwar noch nicht, aber... unter Todesberührung. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann können wir den dann nachher auch blocken. Wir riskieren es. Wir müssen die schon vorher so weit runterziehen, dass sich Angriffe nicht wirklich lohnen. Und dann kann der hier den blocken und dann ist der auch tot. Das ist ganz okay. Die Kreatur. Natürlich hat er sie jetzt. Ich frage mich, ob die programmierte KI wirklich so gut ist oder ob er die Karten immer nur abändert, damit das klappt. Würde mich interessieren. Ja, das weiß man ja leider nicht. Könnte uns nur ein Insider verraten. Krass. Na, über die Hälfte. Jetzt will er es wissen. Aber das ist nicht gut gewesen, was er gemacht hat. Oh Gott, was kann die denn jetzt schon wieder? Wenn er ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einer Artefakt-Kreaturenkarte durchsuchen, sie offen vorzeigen und sie auf deine Hand, falls du dies tust, mische deine Bibliothek. Okay, wir können nach irgendwas suchen. Ich wüsste nicht, was gerade, ehrlich gesagt. 2, 4, 6 Mana. Die haben wir sogar. Mehr als das sogar. Ich kann auch den dann hier zerstören, ne? Wie mache ich denn? Das sind 5, 6, 7 würde ich machen. Sie würde tatsächlich überleben, weil ich kein Artefakt ins Spiel gebracht habe. Mache ich das anders? Würde es bedeuten, er tappt sich aus, kriegt jetzt von mir 1, 5, 6, auch 6, 7. Nein, gar nicht. Nur 5. Doch, wir machen das mal tatsächlich, dass wir ihn dann töten. Ist, glaube ich, besser, den dann zu zerstören.
Ah, ich glaube, das kriegen wir hin. Mit der Verzauberung machen wir den hier weg. Dann hat sich das Problem. Er versucht es wieder. Ja, darfst du. Na komm. Ach, du hast es jetzt gelassen, ehrlich. Das war ja ein toller Auftritt. How to top all my mana. So, was holen wir uns denn mal? Den finde ich ganz nice. So, mal gucken. Also wenn er einen wegmacht, müssten zwei reichen, um ihn zu töten. Ja, nice. Er hat auch keine Karte mehr an. Will ja nicht mehr. Das ging ja so auch ganz gut. Trotz ihres Einfallsreichtums und ihrer Erfahrung ist Pia als Erfinderin den mächtigen Metallmagier Tesserette nicht gewachsen. Teresa gewinnt die Oberhand und ist im Begriff, Pia mit einem tödlichen Treffer auszuschalten. Voller Entsetzen halten die Zuschauer, die den Ernst der Lage erkannt haben, den Atem an. So. Und hier, der letzte Kampf, den seht ihr dann erst in der nächsten Folge hier von Magic Duels. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Und ihr wisst ja, Daumen nach oben nicht vergessen. Tschüss, liebe Leute.